Gerade hatten wir drei angehende, erfolgreiche Web-Videokünstler aus der Region hier mit ihrem Beitrag für den Webpreis. Und wir bleiben mal beim künstlerischen Potenzial unserer Region. Nur kommt es diesmal aus einer ganz anderen Ecke. Es geht um Musik und um gute Laune, so ein bisschen wie am Lagerfeuer, weswegen sich die drei auch so nennen, Lagerfeuer. Bislang waren sie eine sehr erfolgreiche Coverband, haben bekannte Titel umarrangiert und sie ebenso lagerfeuertauglich gemacht. Jetzt haben sie sich an was Neues gewagt, an ihre erste CD mit eigenen Songs. Wie die wohl beim ersten Konzert ankommen würde, bisschen mulmig war den dreien schon. Wir sind hier, um das Haus zu rocken. Vor diesem Konzert hatten die Jungs von Lagerfeuer schon ein bisschen Bammel. Es ist insofern ein sehr besonderer Abend und eine Herausforderung für uns, als dass wir jetzt nicht sofort auf Altbewährtes zurückgreifen können, was wir immer gerne machen und Stimmung zu machen, sondern die Leute müssen erstmal zuhören. Viele werden die Songs nicht kennen und wir hoffen natürlich, dass sie trotzdem mitsingen. Ne? Fast 400 Besucher sind an diesem Abend in den Aachener Kurparkterrassen, um die ersten selbstgeschriebenen Songs der drei zu hören. Lagerfeuer haben einen ganz eigenen Sound aus Gitarre, Kontrabass und Percussion mit dreistimmigem Gesang. Aber bislang fehlte noch etwas. War jetzt einfach mal an der Zeit, auch zu sagen, wir machen jetzt mal ein Statement, machen mal eigene Songs und probieren mal, ob wir da auch so Sachen kreieren können, die die Leute auch mitsingen können. Also einfach einfache Hits, also jetzt nichts Hochtrabendes, Jazziges, sondern wir probieren einfach das, was Simon und Garfunkel auch gemacht haben. Ja? Und deswegen jetzt eigene CD und es wurde auch echt mal Zeit. Lagerfeuer, das sind zwei studierte Musiker und ein Architekt. Der aber ist auch schon seit 30 Jahren im Geschäft, damals als Jugendlicher noch in den Fußgängerzonen. Das Besondere an Lagerfeuer, sie wollen vor allem eines, unterhalten. Was viele Bands nicht verstehen, die machen tolle Musik, aber sie stehen auf der Bühne, gucken auf ihre Schuhe und wir gehen immer nach vorne, sprechen die Leute an und das ist so ein bisschen, was man, ja, wie ich schon sagte, auf der Straße lernt und das wollte ich halt auf der Bühne umsetzen und habe ich ja genau die richtigen Typen hier gefunden. Ne? Eine Schrecksekunde gibt es dann doch noch, denn plötzlich reißt bei Gitarrist Bernd eine Saite. Aber kein Problem, dann wird das Trio eben für kurze Zeit zum Duo. 12 eigene Lieder spielen sie an diesem Abend und schaffen es tatsächlich, ihr Publikum auch damit zu begeistern. Super, also ich fand es ganz, ganz toll. Also es war eine richtig tolle Stimmung, die Leute haben super mitgemacht, die Band, also die CD. Also besonders das letzte Lied, das hat mir ganz, ganz klasse gefallen. War richtig schön. Ich bin positiv überrascht, weil ähnliche Stimmung wie halt sonst bei den Coversachen und ja, ich finde es sehr gut. Das waren jetzt alles deutsche Lieder, sehr gute Texte, finde ich. Ich finde die eigenen Songs klasse. Von der Stimmung her, wenn man mitsingen kann, ist natürlich auch toll, wenn die gecoverten Lieder kommen, aber ich finde jetzt so diese eigenen Songs auch toll. Der schwerste Teil des Abends ist geschafft. Was jetzt folgt, ist Party pur. Mit Coversongs bis in die Nacht. Und jetzt, ja, herzlichen Glückwunsch.